Hallo Leute und willkommen zu Folge 25 von Garden of Glass Questbook Edition Expert Mode Stuff. In der letzten Folge habe ich hier die Plattform gebaut und es hat sich etwas geändert, wie ihr seht. Und zwar das Texture Pack hat sich wieder zurückgeändert, weil es so extrem geruckelt hat immer und das fand ich echt scheiße. Ihr seht, hier drauf sind jetzt auch Sparks, das heißt, es bekommt automatisch immer etwas. Und in den Sparks sind solche Sachen, und zwar die Dominanten. Denn die bekommen von den normalen, also ohne irgendwelche Sachen, bekommen die das Mana. Und da geht's hier zu einer riesigen Änderung. Ja, das sind 2 Stacks Mana Pools mit nichts. Und hier in der Mitte ist einer, auf den wird die ganze Zeit Mana draufgeschossen. Mit einem Rezessiven. Das heißt, der gibt in einem Radius von 12 Blöcke sein ganzes Mana ab. Das heißt, die bekommen alle gerade so noch Mana. Also hier, das sind genau 12 Blöcke weg von dem hier. Und dadurch bekommen die alle Mana. Und somit geht auch hier Terrastahl herstellen. Sehr, sehr schnell. Hier die Löcher sollte ich mal noch stopfen. Das hier habe ich auch mal noch hier reingestellt. Und hier wird derzeit erstmal nichts gemacht. Weil ich habe das hier mal so gemacht, dass da keine Blöcke zerstört werden, damit hier während der Folge nicht so viele Items rumliegen. Das nervt ein bisschen. Dann habt ihr vielleicht hier den super schnellen Ofen noch gesehen. Also einen langen Ofen. Und ja, der besteht halt aus 16 Öfen und der sollte dafür sorgen, dass sehr viel schneller Sachen geschmolzen werden. Das hier, das war innerhalb von 5 Minuten vielleicht fertig. Ja, 5 bis 10 vielleicht. Ja, das war so. Was gibt's noch Neues? Ich habe hier mehr Biodaisies hingestellt, damit ich 2 Stacks mit einmal machen kann. Weil das hier, die ganzen Mana-Pools, da muss man ja bedenken, ein Mana-Pool besteht aus 5 kleinen Mana-Pools und die bestehen jeweils aus 5 Lebesteinen. Und das sind zusammen 50 Stacks Lebestein gewesen. Zu heftig, ey. Da fällt mir ein, ich habe doch hier Gold reingetan. Ja, da können wir mal gucken, ob das am Ende der Folge dann auch schon alles durchgeschmolzen ist. Und wir legen jetzt den Hebel um und dann fängt es an, das auf die Öfen zu verteilen. Und ja. Da gucken wir nachher mal nach. Ich habe zwischendurch auch wieder Level verloren. Und was leider auch passiert ist, ich habe gegen den Gaia gekämpft. Das Ganze habe ich in einer Folge gemacht. Aber, nö, es wurde kein Ton aufgenommen. Und deswegen ist mein Ziel heute, erst den Gaia zu besiegen. Dann den Gaia 2.0. Dann ein Endportal aufstellen. Und da auch mal reingehen. Und dann zum Schluss werden wir noch die Flügel-Tiara bauen. Als allererstes war ja der normale Gaia dran. Und ich spoiler mal nicht. Ach ja, ich habe auch manche Elfen-Mana-Spreader durch Gaia-Mana-Spreader ersetzt, weil das einfach schneller geht. Und ich kann euch hier mal zeigen, wie schnell das hier geht. Und da fällt mir gerade was auf, dass, ja, ich habe nämlich schon immer mal mit der Flügel-Tiara rumgespielt, ein bisschen getestet und ja, das ist jetzt doof, dass das noch drin war, aber egal. Ach ja, ich wollte euch zeigen, wie schnell man jetzt Terrastahl herstellen kann. Dip, dip, fertig.
Das ging schnell. So, jetzt gucken, ob ich alles dabei habe. Ich habe alles dabei. Super. Und dann geht der Kampf auch schon los. Hier ist der Gaia. Er sieht aus wie ich, nur in Schwarz. Und er ist nicht rassistisch. Und das war auch kein rassistischer Kommentar. Das tut mir leid, falls das so rüberkam. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Aber naja. Er ist halt einfach ich in dunkelgrau. Grau? Schwarz? Keine Ahnung, auf jeden Fall in dunkler. Er lag lange in der Sonne. Da. Da. Wie leicht das auch einfach ist. Mein Schaden, der... Ja. Ich hab immer noch alle Herzen. Nur weil ich in der Mitte stehe und die ganze Zeit von meinen Pflanzen geheilt werde. Das ist irgendwie fancy. Irgendwie lustig. Irgendwie auch lustig. Oh, hi. Das ist echt doof, dass ich den manchmal nicht treffe. Und manchmal, wenn ich daneben schieße, dann treffe ich ihn trotzdem. Das finde ich lustig. Das ist amüsant. Oh, ich bin runtergefallen. Oh nein. Eigentlich ist der Kampf so extrem langweilig dadurch, dass ich die ganze Zeit geheilt werde. Und aber was will man machen? Ich habe ja auch keinen Bock, die ganze Zeit meinen Terrastahl zu verschwenden. Oh, jetzt kommen die ganzen Monster. Das ist immer eine langweilige Phase. Den Gaia, den haben wir dann bald geschafft. Wir können uns hier mal angucken. Ein Endportal. Davon brauchen wir 12. Das heißt, wir brauchen 24 Obsidian. Und 12 davon, aber das habe ich locker. 24 Obsidian, das heißt, wir brauchen davon 24 mal 9. 180, 216. Das heißt, 10, ein paar Lohn töten lassen. Ja, perfekt. Super. Das mit dem Obsidian, das hätte ich eigentlich auch schon mal zwischen den Folgen machen können. Ach man. Obwohl, ich müsste noch ein bisschen Lohnstaub haben. 24 mal 9, ist das echt so viel? Ups. Wo ist der? Wo ist der? Ey. Ja, geschafft. Und ich habe sogar eine Disc bekommen. Hui. Ich halte sie in Ehren. Den ersten Gaia haben wir geschafft. Oh nein, ich bin langsam. Ich will schneller sein. Mimi. Oh, die Folge geht ja sogar schon 8 Minuten. Wir gucken mal. Ach ja, ich habe vergessen, das hier einzuschalten, damit es eingesammelt wird. Verdammt. Und wie ihr seht, ist das schon ganz schön weit. Hier oben sind noch 15 drin und so. Und da drin sind keine mehr. Das heißt, ich kann das wieder ausschalten. Ja. Dann gucken wir mal wegen Obsidian. Weil man kann ja zwischendurch eventuell auch ein bisschen Zeug machen lassen. Aber ja, ich sollte vielleicht sowas echt zwischendurch immer mal machen. Damit wir immer genug Obsidian haben. Das sind schon mal 13 Obsidian. Weil ich habe mal ein Stack von den Kürbissen. Naja, also 64 Blazes habe ich mal spawnen lassen und halt töten lassen. Und jetzt probiere ich einfach nochmal, ich glaube, auf insgesamt 99 Blaze Powder zu kommen. So, wie viel Gold das schon ist. Oh ja, geil. Und dafür brauche ich noch ein paar mehr Kürbisse. Ich habe doch irgendwo noch welche. In der Theorie. Bitte? Ja. Über ein Stack. Aber ich brauche ja nur 99. Und dafür brauche ich das, das,
Eins, zwei, drei und das war's. Vier. Dann gehen wir zurück. Ich habe mir einen Teil für unterwegs craften gemacht. Warum benutze ich das nie? Dann brauche ich zwei Stacks Eisengitter. Das heißt 24. Das ist ein Stack. Ja, das. Sorry. Falls ich es nicht rausgeschnitten habe. Falls doch, dann bin ich gut. Richtig gut. So, mit Gottfried geht's uns gut. Hashtag Schleichwerbung. Hashtag, das war keine Schleichwerbung. Oh, das Mana ist leer. Verdammt, darauf hätte ich mal achten sollen. Ja, genau. Jups. Sterbt ihr? Ja, ihr seid tot. Oh, das ist immer so schrecklich. Ich lasse das erstmal aufladen. So. Dann mache ich das mal, bis ich 99 habe. So. Jetzt haben wir zumindest 96, aber wir hatten ja hinten noch ein paar. Und. Ui, das ist auch bald leer. Uiuiui. Ui, ui. Ich habe solche Mana-Probleme. Okay, nicht nur Mana-Probleme. 96. 1, 2, 3. Jetzt habe ich 99. Ja, super. Ja, super habe ich das gemacht. Ja, ganz fein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe den Links nicht dabei. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Supi. So. In der Zwischenzeit machen wir aber jetzt den Gaia 2.0. Und zwar mit einem Terrastahl. Und den Lebensenzen haben wir ein Gaia Spirit Ingot. Und den werden wir jetzt, genauso wie vorhin, einfach mal hier reinstecken. Und hoffen, dass wir nicht sterben, weil der ist ja jetzt viel stärker, theoretisch. Ja, da kommen schon mal andere Strahlen noch mit dazu, die mir schaden sollen. Sollten. Bäh. Ja, scheint genauso einfach zu sein. Das ist langweilig. Und, ich wollte ja die Gaia-Plattform noch ein bisschen ändern. Ich glaube, also ich wollte die noch schöner machen. Ich glaube, das werde ich entweder zwischen den Folgen machen mal. Oder in der nächsten Folge. Nee, jetzt kein Bock mehr. Also, der Kampf ist echt schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Ja, ja. Da bist du. Ey, du Blödmann. Da. 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 Oh Mann. Immer geht er weg. Der ist gemein. Der mag mich nicht. Oh ja. Da. Da. Oh, warum teleportiert er sich immer? Das ist so anstrengend. Schlimmer als Enderman. Obwohl es ja das Enderman teleportieren Event ist. Oh, geil. Code lesen. Oh, geil. Auch wenn ich fast keine Ahnung davon habe. Oh, geil. Ich hab den doch getroffen. Naja. Ich hab eigentlich auch schon mal getestet, hier gegen den Gaia zu kämpfen, wegen den zweiten Gaia. Deswegen wusste ich, dass ich keine Goldäpfel oder so brauche. Aber, naja.
Ich habe mal geguckt, das verbraucht dann ungefähr ein halbes Mana Becken pro Kampf. Wegen dem ganzen Heilen. Also ungefähr so viel wie ein Terra-Stil umgeht. Aber ist ja alles tutti frutti. Und was mir auch noch aufgefallen ist, warte. Ich zeig's euch gleich, wenn der seine Monster beschwört. Seine kleinen Homies, die ihm helfen sollen. Und ihm bestimmt auch helfen werden. So, hier im Questbook ist ja Killing Mobs und da wird irgendwie nur Zombies erkannt und das andere irgendwie nicht. Und die Endbosses braucht ja das hier. Und hier wurde einfach nicht erkannt, dass ich schon einen besiegt habe. Und deswegen werde ich das mal claimen und das hier ist ja der Gaia 2.0, den werde ich dann auch mal claimen, damit ich auch den Ender Dragon und so machen kann. Und ja, das mache ich am besten nicht jetzt. Jetzt konzentriere ich mich erstmal weiter auf den Kampf und dann complete ich mal die Quest mit dem Befehl, weil, ach ja, und die Questreihe mit den Killing Mobs, die werde ich dann wohl rausnehmen. Und ich habe auch überlegt, wenn ich dann den Enderdrachen und so besiegt habe und dann eigentlich nicht mehr wirklich spannende Sachen kommen oder so, dass ich dann Dingsbums machen werde. Ich werde Dingsbums machen. Genau. Eventuell eine Mod hinzufügen wie Applied Energistics oder so. Einfach nur, um nicht diese doofen Truhen zu haben. Oder um lokal da, also nicht lokal, zentral auf alle Kisten zugreifen zu können, die ich dann habe. Dafür lasse ich mir auch irgendwas einfallen. Eventuell, vielleicht mache ich es auch nicht. Aber mich nervt das so extrem mit den ganzen Truhen. Und wie ihr gesehen habt, wir haben den Dice of Fate. Und wir haben den Ring of Odin. Geil, das ist der Ring, durch den man viel mehr... Oh, geil. Oh, ja. Jetzt haben wir 20 Herzen. Oh, ja. Genau. Das ist nice. Oh. Und das war jetzt der zweite Gaia. Und vielleicht hätte ich die Quest doch mal schon eher claimen sollen. Complete. Das war die 28. Genau. So, dann bekommen wir Plecker Lotus. Und hier Gaia 2.0. Dann müssen wir einmal Gaia besiegt haben. Das habe ich gemacht. Und den Dice of Fate hatte ich jetzt eigentlich auch schon. Also, oh, hier kann man sich dann aussuchen, was man möchte. Oh, Arang. Und 100 Level. Also, ich habe das ja jetzt gemacht. Ich werde mir, ob ihr es glaubt oder nicht, das auch jetzt so claimen. Also, nicht claimen, aber ich hole mir mal den Terra Shatterer. Supi. Okay, das brauche ich und dann kann ich... Oh, dann bekomme ich so tolle Sachen. It's a little bit hard. Das habe ich doch auch gemacht. Ich habe kein Leuchtfeuer gecraftet. Uiuiuiui. Das ist doof. Na gut. Dann kann ich das auch nicht automatisch completen lassen. Dann werde ich wohl noch ein zweites bauen müssen. Aber das wäre doof, weil ich muss die Quest auf jeden Fall ändern, dass das hier nicht Crafting ist. Und aus diesem Grund, es tut mir jetzt leid, aber das werde ich auch so machen.
aber nur weil ich weiß, dass ich es ändern werde. Und ich brauche davon jetzt erstmal nichts, aber wegen dem hier, wegen den Endportalrahmen, weil ich werde mir nicht nochmal zwei Endportalrahmen bauen. Bauen? Ja. Und hier mit dem A-Rang, oh, das ist so geil. Die ist sogar kurz vorm S-Rang. Das ist ja mal mega OP. Weil, vielleicht kennt's ja jemand, wenn ich das jetzt... Ich leg das mal hier rein. Und dann muss ich das so machen. Dann lasse ich den Mana-Pool einfach mal leersaugen. Und... Oder ich guck's mir jetzt schon mal an. Ja, das ist jetzt auf dem S-Rang. Was zum Teufel? Das, wenn das zu OP ist, ey. Wenn das jetzt so schnell auf den SS-Rang kommt, dann wäre das echt nicht cool, weil wir haben hier, if nothing to do, jedes auf dem SS-Rang. Und dafür bekommt man das immer während der Becken der Schuld. Wenn man das dann so einfach bekommen könnte, das wäre nicht cool. Das wäre überhaupt nicht cool. Aber wir haben den zweiten Gaia besiegt. Und den gucken wir jetzt mal. Gut. Das braucht immer noch extrem viele Mana-Becken. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist so, dass das insgesamt angezeigt wird. Oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind 100 Mana-Becken oder so schon drin und ich brauche noch 900. Ist ja auch egal. Leider ist die Folge schon ganz schön weit und deswegen werden wir es nicht mehr schaffen. Endportal. Doch, das Endportal, das werden wir noch bauen. Aber die Flügel-Tiara, die kommt erst in der nächsten Folge. Als Cliffhanger. Oder so. Wie auch immer man das nennt. Tada! Und das heißt, ich habe das hier erfolgreich erledigt. Tada! Vielleicht werden wir das Endportal doch noch nicht bauen, weil ich noch gar nicht weiß, wohin. Ich weiß, wohin. Wir bauen das da oben aufs Dach. Es wird nur schwierig, dahin zu kommen. Egal, das bauen wir in der nächsten Folge auf. Wir haben wenigstens die Sachen schon mal gebaut. Ja, die Schlügeltiara machen wir dann halt in der nächsten Folge. Und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und ciao, Leute.